Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, das Video kommt halt erst jetzt. Gestern hatte ich eine Krise, es ging mir wieder mal nicht gut, kommt immer wieder vor, eben wegen meiner Psyche. Und deswegen jetzt ein bisschen später, aber wieder lieber spät als nie. Wir sind weiter unterwegs in der Türkei. Und ja, ihr seht es dann im Video, es ist gerade fertig geschnitten. So schneide ich da mit dem ganz normalen iMovie-Programm. Ich bin kein Spezialist und ja. Also dann viel Spaß beim Schauen und bis bald. So, wieder mal etwas Fahrt filmen. Wunderschöne Strecke durch das Grüne. So, jetzt bin ich richtig in der Türkei angekommen. Hab die Hauptstraße verlassen. Fahre durch ein ganz kleines Dörflein in den Bergen. Mal schauen, ob ich durchkomme. Ja, spannend bleibt es alle Male. Aber schön, einfach schön. So, jetzt geht's wieder runter. Hat sich gelohnt, diesen Abstecher. Oh, da kommt er. Oh, ist das schön, hey. Die Ziegen sind da, der Weibling. Einfach nur herrlich. Das ist noch Landwirtschaft, hey. Das ist Türkei, wie man es von früher kennt. Oh je, geht nichts weiter, da hat es gerade geknallt. Kinder. Ich hatte auch mal einen Unfall in der Türkei. Auf der Autobahn ist mir voll eine hinten reingefahren in so einen PW. Oh je, je. Ja, war ein Unfall, zwei Kinder, Frau verletzt, aber haben alle noch gut reingeschaut. Und jetzt guckt euch mal den LKW da vorne an. Übrigens der Auffahrunterschutz von dem LKW, wo sie hinten rein sind, der war so schlecht angeschweißt, der ist gleich abgefallen. Und kein Wunder, wenn man das sieht hier. Ich bin jetzt in Pamukkale. Jopolis, wie das heißt. Und ich war schon mal hier, glaube vor 12 Jahren damals. Interessierte das niemand. Alle waren da bei den weißen Kalksteinen. Ich bin da hinten rumgelaufen, kein Tourismus. Und jetzt haben die alles neu gemacht. Und man kommt nur noch mit Eintritt rein. Ja, das sind alles Grabmäler. Das ist wie ein Friedhof. Also Türkei hat ganz viel zu bieten, wie Griechenland auch natürlich. Ja, Zeitgeschichte, das ist Wahnsinn. Und da ist der Gletscher, Wahnsinn, der Gletscher, der warm ist. Alte Baukunst, die hat Jahrtausende überlebt, vermutlich auch Erdbeben und unsere Häuser heute halten kaum noch. Das ist er nun, der Gletscher, der niemals schmelzt. Die Türken haben es erfunden, nicht die Schweizer. Da fließt immer Wasser. No, Switzerland. Einmal rundherum gefahren bin ich jetzt. Oh,
da sind hier die Profis am Tanzen hier am Abend. Und die ganze Stadt, naja, fast die ganze Stadt tanzt mit. So, heute gehen wir mal Ballon fliegen. Unser Ballon ist der letzte. Der wird hier gerade aufgebaut. Erstmal kommt die Luft rein. So, wir sind drin, aber die Passagiere sind noch nicht da, außer wir zwei. Und jetzt warten wir einfach und dann geht's ab. So, wir fliegen die ersten Meter. Okay, everybody, shake your hands, my camera. I'm recording the video of flight time. Null Turbulenzen, das ist nicht so wie im Flieger beim Start. Und wir fliegen. Der Wind. Ja, der Wind gibt die Direktion. Jetzt habe ich ein Durcheinander mit Englisch. Die Richtung an. Und er kann den Ballon auch drehen, indem er ein paar Leinen und dann gehen wir irgendwelche Segel ein bisschen raus. So, zum Glück steigen wir nicht allzu hoch. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt gar keine Angst. Normalerweise habe ich Höhenangst. Nein, wir sind doch eingerahmt hier. Ich habe ja einen Boden unter den Füßen. Da könnte ich nicht mehr gestehen. Aber unglaublich. Da sieht man ein Aquädukt. Das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn! Sieht aus echt wie ein Gletscher. Hey. Da unten ist uns mein Camper. Gott, jetzt sind wir verdammt scheiß hoch. Hey. Ja, oh, jetzt wird wieder gelandet. Das ist unser Taxi da, der blaue Auto. Wir haben nämlich eine Spezialfahrt gekriegt, kostenlos, weil ein Ballon in den Camper rein ist und etwas Kleines beschädigt hat. Ich habe es dann repariert, nicht von meinem Camper, sondern von Petra, mit der ich momentan zusammen bin. Jetzt ein bisschen ein Gerumpel. 3, 2, 1. Voila! Tja, das war's schon. Ach, das war's? Ja. Okay. So, jetzt waren wir da mit dem Ballon auf. Aus dem Feld eigentlich. So, das war's. Der Captain hat das gut gemacht, ist sogar noch jung. Tipptopp, hey. Erster und letzter Ballonflug, ich werde das vermutlich nicht nochmal machen, einmal reicht, aber es war cool. Und ja. This is early time. Ja, ja. So, jetzt gibt es noch Kinder, Champagner. Zum Feiern, dass wir alles überlebt haben. One!
Und schon bin ich in Nisa. Ich bin weitergefahren nach Nisa, kleine antike Städte. Das Schöne daran, man kann da reinfahren. Jetzt suche ich mir einen Übernachtungsplatz. Ich musste 40 Lira bezahlen. Das sind 2 Euro oder so, nicht viel. Und jetzt fahre ich in die antike Städte. Tja, wie wäre es da vor dem Amphitheater? Soll ich hier schlafen oder gibt es was Besseres? Geil. Wir haben eine kleine Wanderung gemacht ins Flusstal und sind dann oben wieder rausgekommen. Und da ist jetzt das Amphitheater. Groß, hä? So haben die früher sich unterhalten, nicht in die Glotze geguckt und ihnen Blödsinn erklärt oder erzählt, sondern ja, anderen Blödsinn. Wie auch immer. Ah, da ist die Angie. Angie! Ja, tolle. Mega viele Schwalben hat's da. Aha, die hängen da. So, da kommt sie, die Angie. In der mittleren Treppe geht's besser, aber na, für sie geht's auch hier gut. Super, Angie. Ja, super. Bravo, Angie. Aber da kommst du jetzt nicht rauf, hä? Fantastisch. Man sieht auch an den roten Steinen, das ist irgendwo auch lang bewohnt gewesen. Ich schätze mal 1000 nach Christus kamen die roten Steine dazu, die Backsteine. Tja, jetzt gehen wir da wieder raus. Einfach nur wow, was die gebaut haben, wieder mal. Ein Tunnel fürs Wasser. Und ich bin mir nicht sicher, ich habe Oregano, habe ich glaube gefunden, bin mir aber nicht sicher. Es riecht einfach fantastisch. Oh, wieder was gefunden, mittendrin irgendwo, ein Pfad durchgelaufen, durchs Grüne und dann komme ich dahin. Ja, die Stadt wurde etwa im 15. 16. Jahrhundert verlassen, als die Seldschuken ja die Macht übernahmen von den Byzantinern. Da war mal eine Brücke rüber ins andere Tal und da hinten, da sieht man, ich vermute, da war noch mal ein Amphitheater. Hier sieht man deutlich, das war alles fast 3 Meter unter der Erde. Dieser Teil und auch da hinten. Alles vergraben, versteckt. Fantastisch. Da hinten soll es noch ein römisches Bad geben, aber das sparen wir für uns für morgen auf. Und so graben sie das aus. Den ganzen Dreck um die Steine raus. Und was kommt hervor? Ein schöner Boden. Oh. Zeitgeschichte. Ja, gestern Abend konnte ich leider nicht da drin bleiben. Ich musste raus. Jetzt bin ich einfach auf die andere Seite des Berges. Da war überall Camping verboten. Hab mich da irgendwie zwischen diese Olivenbäume gestellt und fahre jetzt ans Meer. So, jetzt bin ich in Seldschuk gelandet. Ich musste mir eine Hupe kaufen. Dabei hat mir ein Herr Türke, der früher in der Schweiz gewohnt hat, geholfen. Jetzt habe ich die gekauft. Und der hat ein Hotel hier und da bin ich jetzt eingeladen zum was trinken. Ja, und das ist hier. Ein kleines Hotel mit Swimmingpool. Nice. Und Schweizer da. Und Schweizer. Meine Hunde sind schon da und warten auf mich. So, wir haben Besuch bekommen. 2 Biker vom Iran sind hier bei mir gelandet und schlafen neben meinem Camper.
Und jetzt singt er ein Lied von Karawanenreise. Ich bin ja in Seldschuk, also ehemals Ephesus oder Ephes, und das ist sehr interessant, weil es gibt verdammt viele Ruinen und überall sieht man, wie die ehemals Griechen hier gebaut haben, dann Römer. Und hier gerade ein türkisches Bad, das ist später drauf gebaut worden. Auf den schönen Marmorboden, ist etwa nur 600 Jahre alt. Da oben die Kuppe, mit der Dampf raus kann. Ja, ist alles ein bisschen zerfallen halt. Trotzdem interessant. So, hier kann man klar erkennen, da war früher mal etwas anderes. Und dann hat man das einfach drauf gebaut, weil der Marmorstein, der ist schon älter hier. Gibt es auch noch Säulen. Hier ein Stern, dessen Symbol ich nicht kenne, aber hier eindeutig griechische Inschrift. Also das stammt noch aus der Zeit von Ephesus. Wie man hier irgendwo ein Haus sieht, werden die alten Steine verwendet. Deswegen sind meistens die Ruinen so ziemlich ausgeplündert über die Jahrhunderte. Jetzt muss ich euch noch schnell die Storys erzählen. Ich habe ja einen Schweizer getroffen, als ich hier nach Seldschuk gefahren bin. Der hat mir dann eben, wie so gesagt, glaube ich, eine Hupe organisiert. Und seit dieser Zeit, ja, haben wir uns immer wieder gesehen. Er kam an den Strand und so weiter. Und gestern kamen ja zwei Iraner. Die haben dann einen Übernachtungsplatz gesucht, gleich neben mir beim Zelt. Da sind sie ein bisschen geschückt. Heute Morgen gab es Frühstück für sie. Schweizer Frühstück und auch iranischer Style. Auf jeden Fall sind sie unterwegs mit dem Fahrrad, Work and Travel und so weiter. Und jetzt konnte ich ihnen gleich einen Job vermitteln, da beim Schweizer, den ich kennengelernt habe, weil der hat zwei Hotels und jetzt sind sie bereits schon hier beschäftigt. Und der Ilmas ist da hinten gerade am Kochen. Wer hat uns heute eingeladen, da zum Nachtessen? Das sind die Iraner, die sind schon fleißig am Arbeiten. Ist doch immer wieder schön, wenn man solche Dinge erlebt. Das ist die Aussicht hier oben. Dahinter ist gleich Ephesus. Aber da war ich ja schon mal vor 12 Jahren und so. Unterdessen ist es ziemlich touristisch, deswegen schaue ich mir das jetzt nicht nochmal an. Ja, und am nächsten Tag gehe ich dann Sandra abholen am Bahnhof. Sie ist mit dem Flieger gekommen, dann mit dem Zug und dann machen wir uns gleich unterwegs auf eine Insel. Ja, und dann gehen wir ein bisschen spazieren und die folgen uns auch gleich, diese Esel. Die sind voll verschmust. Sieht das aus, wenn sie mir alle folgen? Ist das goldig? Ist das goldig? Die sind voll menschenbezogen. Endlich wieder mal ein Land, wo die Hunde an der Leine rumlaufen. Nicht so wie meine. Da wird an der Leine rumgelaufen. Da ist das super. Hey. Ach, ist das schön, wir fahren wieder mal durch ein Stück Wald, schöne Bäume, Mischwald auch, in Balikisir, so Nebenstraße. Es ist wunderschön hier, muss ich sagen, endlich wieder mal Wald. Da holen sie diese Steine irgendwo, ne? Ja, mitten im Wald plötzlich ein Dorf, Asagi Kuma, ich hoffe, ich komme hier überhaupt durch. Ich habe dann eine Nebenstrecke genommen, so mal auf gut Glück. Wir sind da mitten in einem Granitwerk gelandet, überall wird die Steine verarbeitet, Granitsteine. Ja, und der ganze Wald ist voll von diesen Steinen, ich glaube, das sind auch Granit. Aber da haben sie wohl einen ganz großen erwischt. Überall wird er abgebaut. Was man hier sieht, leider.
kommen die Steine hier weg. Überall diese Granitblöcke. Da hinten, seht ihr das? Wie eine Schildkröte mit Panzer. Ah, herrlich. So, das Ende. Eine Riesenfirma. Wir sind jetzt sicher 500 Meter da durchgefahren durch die Firma. Und jetzt geht es weiter durch den wunderschönen Wald. Fantastisch. Dieses Türkei kannten wir bis jetzt noch nicht. Oh, da oben ein Monument. Der Atatürk ist hier verewigt. Ja, da oben sitzt der berühmte Atatürk. Der Gründer von der Türkei auf diesem riesigen Stein. Ja, keine Kilometer weiter das nächste Steinwerk, leider auch ganz groß. So heißen die Dörfer bei Gütsü. Und jetzt fahren wir dann wieder auf die Hauptstraße. Wir haben ganze drei Steinwerke gesehen und zwei Holzwerke. Da wird leider ein bisschen abgebaut. So sieht das Dorfleben aus. Es ist Samstag. Ach, ist das geil. Das ist Kultur, das gefällt mir. Nicht da, wo der Tourismus ist. Da sitzen die Männer. Kleines Dörfchen, man kommt kaum durch, aber es geht. Das, wir sind voll im Dorfkern. Schauen Sie, wie er rauskommt. Ach, ist das schön. Das ist das originale Türkei ohne Tourismus, so wie es ist, so wie sie leben. Uiuiui, das wird ein Abenteuer. Die Straße ist so klein, ich weiß gar nicht, ob ich da auf der richtigen bin. Aber sie ist extrem klein. Ein Backofen, traditioneller Backofen. Hier wird Brot gemacht und Lamakchun oder wie das heißt. Nein, Peit oder Pide. Wow, also ein Sattelschlepper kommt da nicht durch. Wir sind jetzt wieder raus aus dem Dorf. Die Straße ist wieder breiter. Wir haben noch 18 Kilometer zu einem Tierheim, wo wir hinfahren wollen. Und, aber das ist eine ziemlich kleine Nebenstraße, wie das aussieht. Es wird ziemlich gebirgig und kurvig, aber dafür schön. Durch diese Landschaft müssen wir fahren. Es wird immer schöner. Ich bin begeistert von diesem Teil der Türkei, einer der schönsten. Wir sind jetzt etwas oberhalb und schauen da runter, rüber. Also dieses Gebiet ist definitiv ein Tipp für die Türkei. Also offenbar wurde der Wald wieder aufgeforstet. Und zwar schon lange. Also hier ist der Wald jünger, hier wurde erst kürzlich aufgeforstet, aber unten haben wir die riesen Pinien gesehen. Wir waren jetzt auf nur 600 Meter oben, jetzt geht es wieder runter. Es fängt an zu regnen, again, also wie in der Nacht. So, wir filmen mal ins Cockpit rein, damit ihr seht, wie das so aussieht auf der Karte. Beifahrerin. Also nochmal Karte. Das haben wir noch vor uns. Geschlängel und draußen regnet es. Oberhalb von uns ein kräftiges Gewitter. Blitz hat gerade in der Nähe eingeschlagen. Landschaft ändert sich langsam. Wow, wie im Krieg, das knallt. Ja, man sieht hier ganz viele Terrassenanbauten. Unsere Straße, die geht dann da runter. Da drüben seht ihr die Terrassenanbauten. Hier ist Jungwald.
Vor uns fährt ein großer Misthaufen mit Regenschirm. Der Fahrer hat kein Dach. Der muss mit Schirm fahren. Nächstes kleine Dörflein auf unserem Weg, das heißt Yabang Kilar mit Y geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es richtig betone. Yunuslar ist in der Nähe. Oh, da ist ein Friedhof. Da macht man nicht so eine große Geschichte drum. Aber ganz einfach Naturfriedhof, so gefällt mir das. Jetzt bin ich im Schweinebesuchsstall. Die sind aber groß. Schweine sind was ganz Seltenes in der Türkei. Deswegen werden die ja auch öfters bei Proanemale besucht. Die Menschen wollen sie mal sehen. Also das ist die Kanka, mir gesagt worden. Freut sich, wenn sie Zuwendung kriegt. Du bist auch schon ein altes Hundchen, hä? Aber ganz lieb, voll menschenbezogen. Wir sind gestern noch im Tierheim angekommen, jetzt ist aber ein neuer Morgen und wir sind spazieren gegangen, dann kam es regnen. Jetzt haben wir uns hier in diesen schönen Café niedergelassen mit den Einheimischen. Da ist ein schöner großer Baum. Da ist wohl der Dorfplatz in diesem kleinen Dörflein. Zusammen mit den Leuten. Also hier gibt es im Tierheim nicht nur Hunde, sondern eben auch Esel, und zwar jede Menge. Und die sind zum Teil richtig mies behandelt worden früher, was man richtig auch noch sieht. Auch Verkrüppelungen, alles sieht man da. Das erspare ich euch jetzt. Ich kann das selber nicht sehen. Also so Kamele habe ich jetzt noch nie gesehen, mit so langem Haar. Krass. Boah, kräftig. Die sind größer als die in JDA. Jetzt hör auf. Nein, das mag ich nicht. Das ist noch eins. Auf der Durchreise brauchen Reisende natürlich was zu futtern und hier gibt es richtig schön türkisch essen. René Topfkuber möchte immer wissen, was es wirklich ist. Also der René kauft jetzt hier mal Hundefutter und da muss man jetzt hier aussuchen, weil es viel günstiger ist halt hier in der Türkei als daheim. So, Türkei, Hundefutter. Kostet nur? Keine Ahnung, 330 Lira. Okay, 12 Euro für 12 Euro. 50 Kilo. Ja. Cool, ne? Mal schauen, ob sie es essen. Ich habe drei verschiedene Säcke. Und sonst kriegen es die Straßenhunde. Das ist auch sozial. Wobei in Europa hat es ja leider keine mehr. Ach, wir sind hier in einer schönen Natur auf einem Berg oben. Übernachtungsplatz, irgendwo, ganz alleine, kein Mensch, niemand da. Gesucht und sind jetzt unterwegs nach Pamukkale. Ja, und dann ist dann bald mal Türkei vorbei. Und wir fahren weiter, erstmal durch dieses kleine, kleines, großes Waldgebiet, um auf die Hauptstraße zu kommen. Genießen wir hier nochmal ein bisschen das Landesinnere der Türkei, da abseits des Tourismus. Ach, ist das schön. Vermutlich so wie 19, 20, 30 oder 40. Keine Teerstraße, wenig Verkehr. Auf die andere Seite müssen wir wieder hoch, da durch dieses Waldgebiet. Alles Mischwald, ist super schön hier. Ja, guck mal diese Stange. Die
letzten Meter, bevor es auf die Hauptstraße geht. Ah, da ist sie, die Teerstraße. Ja, das war jetzt schön. Auf einer offiziellen Piste. Und jetzt kleines Nebensträßchen und dann geht es wieder auf die große. Oh, das ist ja wie in Schweden oder vermutlich auch in Russland. Da war ich zwar noch nie, aber mir gefällt das. Oder Kanada, einfach wo es ein bisschen ja, Wald hat. Hier ist zwar mehr Büsche, dafür sieht man etwas. Einfach nur schön. Wenn man ein bisschen mal abseits geht von den Hauptstraßen, dann kann man sich ewig verfahren. Weil Türkei hat mehr zu bieten als nur diese Highlights-Spot, diese Attraktionen, die alle hingehen. Hier fährt keiner durch und vielleicht bin ich der erste Camper. So, das war's. Wir sind jetzt wieder auf der Hauptstraße. Die Natur ist immer noch schön. Und jetzt, wir sehen uns in Ganakale wieder bei diesem komischen Holzteil Troja. Ja, bis bald. Sightseeing macht müde, vor allem die Hitze hier. Hm? Wir fahren jetzt noch auf die Fähre, 6:30 abends. Ohne Stau, kostet nur 160 Lira, also günstig, günstiger wie die Brücke und sicher auch schöner. So, da ist sie, unsere Fähre, wird gerade beladen, es geht zügig. Da vorne ist noch ein Vario. Hier bezahlt man die 160 und dann ist es auch schon fast erledigt. Ganz easy hier über die Fähre zu kommen. Von 4,25 Meter dürfen hier die Fahrzeuge rein. Und da sieht man, dass der Camper ja doch ziemlich hoch ist. Fähre hat was Schönes. Wir sind da auf hoher See. Ja, ja, da könnte man rüberschwimmen. Ja, es geht wieder nach Europa. Nach über 8 Monaten, vielleicht waren es sogar 9 Monaten, erreichen wir wieder das Festland von Europa. Immer noch Türkei, aber ja, lange Zeit, so lange war ich noch nie weg von Europa. Ja, jetzt geht es langsam wieder zurück. Jetzt geht es wieder auf. Ja, da machen wir jetzt wieder einen Schnitt. Wir haben Europa erreicht und dann geht es dann weiter durch Griechenland, Mazedonien und Serbien im nächsten Video. Und dann sind wir dann schon bald wieder zurück, wobei wir ja jetzt schon hier sind, ja, das wisst ihr ja die meisten. Aber trotzdem, jetzt kommen noch, ja, ich glaube noch ein Video, kommt sicher noch nach und es kommen noch andere technische Videos, ich hoffe auch diese Woche schon. Okay, danke, wart dabei, Daumen hoch. Und tschüss.